So, bis Schmecks online kommt, gibt es hier eine Runde Factory. Ich bin 2500 XP vor Level 10. Das war mein Ziel zu erreichen, bevor der Vibe kommt, um endlich Zugang zum Flea Market zu bekommen. Wie gesagt, hoffe ich, dass der Flea Market das nächste Mal auf Level 5 runtergeht nach dem Vibe. Level 10 ist meiner Meinung nach ein bisschen Stretch. Amila Rusher ist jetzt im Chat, hat Hallo geschrieben. Freut mich sehr. Hallo Amila Rusher. Kurz zur Erklärung für die, die mit Tarkov nicht so vertraut sind. Um den Flea Market, also den Flohmarkt, benutzen zu können, muss man Level 10 haben. Wie man hier sieht, bin ich aktuell Level 9. Als neuer Spieler ist es good to hear that you're excited to watch. Thank you very much. I'm just explaining, oder ich mache auf Deutsch weiter. Ich erkläre bloß gerade, dass Level 10 zu bekommen wahnsinnig wichtig ist, um den Flohmarkt verwenden zu können. Der Flohmarkt ist deswegen wichtig, weil er Zugang zur Ausrüstung gewährt, die man bei den Händlern in den frühen Level noch nicht hat. Und ohne diesen Zugang zu der Ausrüstung kann man eigentlich in diesem Spiel kaum seinen eigenen Spielstil verfolgen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, Zugang zum Flohmarkt zu erhalten. Ansonsten wird das Ganze ein bisschen eintönig und frustrierend. Jetzt geht die Runde aber bereits in 4 Sekunden los. Deswegen konzentriere ich mich jetzt aufs Spiel. Bin gleich wieder da für euch. Ich hoffe, es dauert länger, als ich jetzt gerade befürchte. Okay, wir können Gate 0, Gate 3 und in den Kellern extracten. Das war's auch schon. Ich habe mich viel zu langsam durchs Level bewegt. Müsste ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommen. Probieren wir es beim nächsten Mal. Müssen wir uns erstmal heilen. Und ich glaube, da ist Schmecks auch gerade schon gekommen. Hey. Hey Schmecks, alles klar? Hey, yo, man, yo. Hey yo man, how you doing man? Yo. Verbinden, hörst du mich? Ich höre dich ja, ich höre dich gut. Ich bin gerade nach 19 Sekunden Factory draufgegangen. Hörst du mich? Schmeck's? Schmeckst dich, du grüßt jemand im Chat, siehst du das? Ja, ich glaube, den hat es gerade wieder rausgeschmissen. Schauen wir mal, dass er sich nochmal verbinden kann. Währenddessen würde ich sagen, machen wir
Ach, probieren wir doch mal Shoreline. Shoreline ist eigentlich immer relativ gut gewesen zu mir. Ach, wir haben hier noch Bloodloss. Hey, jetzt bist du wieder da. Hört mich keiner? Doch, ich höre dich schon. Hörst du mich nicht? Hallo, hallo, hallo? Ja, hallo, ich kann dich hören. Ich kann dich hören. Sehr gut. Wieso geht denn das jetzt plötzlich? Ey, wer hat mich gegrüßt? Wer hat mich gegrüßt? Jemand lieber aus dem Chat, der dich anscheinend kennt. Hey, ja, hallo, servus. Wer mich anscheinend kennt, das ist geil auf Twitch. Also es ist ja schon krass, wenn jemand einen auf der Straße anspricht, ich kenne dich. Auf Twitch ist es fast noch ein bisschen sicherer. Ja, doch. Dein Spitzname wurde geschrieben SMAX, also ähnlich wie die Kellogg's-Marke, Smacks. Wie meinst du das, der wurde so geschrieben? Im Chat, da steht Hey Smacks statt Ja, Schmecks. vielleicht bin ich irgendwo als Smacks unterwegs in einer. Wer weiß das schon? Ja, aber hört man mich jetzt eigentlich? Ja, klar, alle hören dich. Wahnsinn, du. Wie viele Zuschauer hast du heute schon, Primo? Zwei, es waren allerdings schon drei. Und dann bist du dazu gekommen, dann ist gleich jemand rausgegangen. Das kann ich verstehen. Ja, ist natürlich anstrengend, wenn du da bist. Ist halt ein bisschen Jetzt ist nur anstrengend. einer da. Ja, das stimmt. Ich kann es auch nur empfehlen, wenn ich da bin, nicht zu schauen. Jetzt ist nur noch ein Zuschauer. Ah, wir haben aber neuen Follower. Guten Tag, Easy Beasyler. Hi. Und Amila Rusher hat auch wieder gechattet, dass sie uns beide hören kann. But we have to speak English then. Ja. Ich aus sicheren Quellen weiß ich, dass Amila Rusher Deutsch versteht. Ah, das ist wieder deine ganze Family, oder was hast du Nein, nein, gezwungen natürlich. dazu? Schmecks, natürlich nicht, natürlich nicht. Und hier auch ein ganz neuer Un Steffen, hallo! hier Als ich mit auch. Steffen früher gezockt habe, hieß ich Smacks. Ach Jetzt weiß so. ich es wieder. Und hier haben wir auch einen ganz neuen unbekannten, nicht verwandten Follower. Easy Bisila chattet Hallo und dahinter ein vollkommen verrücktes Smiley. Wie viel? Ja, und jetzt hast du wahrscheinlich noch alle eure Pferde mit dazu Du geholt, oder sollst wie? keine privaten Sachen sagen. Okay, sorry. Aber die haben alle einen Account, ja. Das Lustige ist, keine privaten Sachen, das schauen eben nur private Leute zu, ne? So, Trotzdem, privat, Familie. es geht alles auf YouTube. Geht alles auf Okay. YouTube. Oh, und jetzt steht hier, Stimmt. yes, please, all Russian. Da. Ja, panimaju po-ruski. Нет. Я работу сгав в Таркофье. Нос-нос. Я работу сгав в Таркофье. Das war sogar richtig. Ich arbeite als Scav in Tarkov. Kannst du Russisch? Ich hatte 2 Semester in der Uni und da konnte ich tatsächlich einigermaßen. Und ich verstehe auch noch relativ viel, aber wenn mich jemand fragt, wie mein Tag war, scheitere ich vollkommen. Dann sage ich wahrscheinlich irgendwas wie: Ich spiele Gitarre und esse gerne rote Betesuppe. Ist nicht rote Betesuppe ein russisches Nationalgericht? Klar, Barsch. Oh, Borscht. Barscht? Borscht, warte, lass mich überlegen. Borscht ist polnisch und Barsch ist russisch, glaube ich. Und wer schaut denn jetzt alles zu? Jetzt haben wir aktuell nur noch einen Viewer, das kann aber gar nicht sein. Außer Easy Bisila ist wieder rausgegangen, was ich fast vermute, dass dieser. Ich weiß schon, wer das ist. Ja. Das ist jemand, der immer wahnsinnig viel Zeit dafür verwendet, Sachen zu machen, auf die Person eigentlich nicht so wahnsinnig viel Lust hat. Lass mich raten. Ist es aus dem Grund, weil ihr
sehr viele Sachen im Überfluss habt, die man eigentlich nicht unbedingt braucht. Das Also kann vielleicht. die Lebewesen. Ach so, die Lebewesen, ja, das kann sein. Ja. Richtig, richtig. Davon gibt's Und im Überfluss relativ viel. So, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Ach doch, Easy Bisila hat hier gerade noch gechattet, ist noch dabei. Çiçek çiçek diyete Bill, sagt Amila Russia auf Russisch. Ich muss mich jetzt aber wieder kurz konzentrieren, weil bis du Tarkov betreten hast, mache ich eine Runde Shoreline, um meine Frustration perfekt zu machen. Ich habe nämlich nur eine AKS-74 U dabei und ich werde kläglichst scheitern. Ja, ich habe nämlich noch einen Kuchen gegessen. Deswegen lässt du mich einfach sitzen. Ja, du willst doch eh immer noch einen Scav-Run machen. Du liebst doch das mit den Scavs immer. Nee, heute mache ich garantiert keinen Scav-Run mehr. Ich will einfach nur Level 10 werden, weil das ist das Vatertag-Special. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich werde mir einfach so viele Käse kaufen und heilen, auch wenn ich die ganze Zeit sterbe, dass ich diese behinderten knapp über 2000 jetzt noch XP, ich bin nämlich gerade in Factory gestorben, Ja. nach ungefähr 8 Sekunden, dass ich diese behinderten 2400 oder 2200 XP einfach innerhalb von einer Stunde schaffe, dass wir dann noch circa 2 Stunden echte Spielzeit für ernsthafte Dinge haben. Wahnsinn. Aber es ist echt komisch, dass nur einer zuschaut und im Chat aber anscheinend zwei Leute sind. Ja, ich glaube, Twitch ist da nicht so wahnsinnig auf der Höhe, wenn es darum geht, die Zuschauerzahlen aufrechtzuerhalten. Außerdem geht es ja nach IP. Das bedeutet, wenn zwei Leute aus dem gleichen Haushalt zuschauen, die die gleiche öffentliche IP haben, dann wird das nur als einer gezählt. Ach krass. Habe ich eigentlich das Mikrofon gut eingestellt oder ist es zu laut? Nee, super. Ist perfekt. Weil ich habe mal einen Stream angeschaut von uns beiden vor ein paar Tagen und da hat man die Tastatur von mir so laut gehört. Aber besser so, als dass man, als wenn man deine Stimme gar nicht hören würde. Ja, okay, das stimmt schon. Weil das finde ich immer anstrengend, wenn du dann immer rausfällst, so beim halben Satz und dann höre ich nicht, was du gesagt hast Ja, und so, da ist einer, der ist direkt und dann weg. ja, genau. Oh Mann. Ja, oder ich hole mal kurz was zu trinken noch. Ja, das ist echt schade, dass ich das nicht aufgenommen habe, meine Runde da vor ein paar Tagen. Ach, Fabian, wie machen wir es jetzt eigentlich? Was soll ich denn tun? Soll ich streamen oder was soll ich jetzt, Ich was fände es soll ehrlich ich gesagt ziemlich, OBS? finde ich ehrlich Was gesagt soll ich ziemlich denn cool. anmachen? Was soll ich eigentlich tun? Ich muss bei OBS oder wie heißt es nochmal, diese Software? Genau, mach mal Da muss ich da. irgendwas einstellen, Du, weißt du gell? was? Ich mach gerade mal, schau, dass ich durch Shoreline hier durchkomme und dann. Ja, genau, passt. Dann sag Bescheid, ich gehe kurz noch was zu trinken holen. Genau. Jetzt schreibt, wer ist Emila Russia eigentlich? Ach Zack. so, okay, du kannst. Ja. Nee. Und ich heiße übrigens Primo, gell? Ich weiß, ich nenne dich immer nur Primo. Nee, Primo. was ist das? Wollte ich Ach ja, gerade. Primo. Hab ich. Was? Ach so. Aber Primo, du hast mich auch so oft schon beim Ich weiß schon, ich weiß Namen schon. Ist genannt. ja auch egal. Ist ja auch egal. Wir sind die Ja. schlechtesten, die allerschlechtesten Undercover-Agenten der Welt. Ja, das stimmt. Ach Gott. So in 10 Jahren Follower-Goal immer noch so 50 und immer nur noch zwei Zuschauer. Wahrscheinlich wieder gesunken auf 50 oder so. So, jetzt muss ich mich aber ein bisschen konzentrieren, weil jetzt weiß ich, dass hier gleich die Scav-Runde an. Ja, passt. Herrlich. So. Ich überlebe das eh nicht. Wie mache ich was vor? Wenn ich jetzt in Discord mich mute, dann mute ich mich überall, ne? Nee. Ach so. Das heißt? Ach so, doch, tust du ja. Richtig. Okay, ich mute mich mal kurz, ja? Bitte gut. Ciao.
Scheiße. Riesenfehler gemacht wieder. Einfach sitzen geblieben, ich Idiot. Sein XP ist ja lächerlich. Ja, leider. Fehler gemacht. Naja. Schauen wir mal, inwiefern wir uns ein bisschen hochheilen können. Ja, ich brauche noch einiges. Ich habe vor allem Blutverlust. Dann brauche ich Bandage. Das Blutverlust weg. Ja. Therapist, nehmen wir davon mal 10, 34.000 ja brutal. Kriegen wir schon noch hin heute. 1808. So. Sollen wir nochmal. Jetzt schauen wir mal. 9x19. Gibt es dafür überhaupt an Munition? Haben wir hier 9mm Munition? 9x18? 9x19 PSO GZH. Ich könnte es probieren. Komm. Probieren wir es. Was haben wir hier? 9x18, 9x18. Habe ich überhaupt noch 9x19? Kann ich von dem eigentlich die kann ich kaufen. Die kann ich kaufen. Hat er Magazine? Hat er. Ebenfalls 9x19. Komm, müssen wir machen. Ja. Hallo? Hey. Und, wie war die Runde? Beschissen, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich war einfach mal wieder dumm. Aber... Jetzt ist ja noch jemand dabei. Ach, 4 Zuschauer. Was? Kennen wir überhaupt so viele? Hast du überhaupt so viele Cousins und auch Cousinen? So, Sebastian? Entschuldigung, fuck. Ach, stimmt, du bist so ein Heuchler. Ja, ich weiß. Du, Wahnsinn. Du, wir machen jetzt hier, ne? Mit, jetzt habe ich ja Steinen doch wieder, ich bin so ein Idiot, echt. Ich doch wieder, ach, ich bin so ein Trottel. Du hast wieder gesündigt. Ja, nicht nur das, ich bin einfach auch zu dumm, um Munition einzukaufen. Das ist aber auch eine riesen Herausforderung bei Tarkov. Ja, es ist tatsächlich gar nicht trivial. So. Ach Gott. Es ist. Eigentlich muss man ein Narr sein, um dieses Spiel zu spielen. Ja, es macht eigentlich macht es überhaupt keinen Spaß. Nee. Der Christian hat ja immer gefragt, warum ich das überhaupt tue. Ob ich damit mir was beweisen will oder so. Ach, der spielt gar nicht mehr. Nee, der mag es nicht. Er findet es zu schwer und unnötig schwer vor allem. Nicht mehr der Spiel, der Spaß kommt ihm da zu kurz. Ja. Ja, ich gebe ihm eigentlich recht. Ich will nur Level 10 schaffen. Wie weit bist du davon entfernt, zeitmäßig zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Runde. Nicht lange. Okay, super, dann nee, warte ich auf dich. Lang. Dann warte ich auf dich, ja. Dann machen wir doch bitte eine Runde. Ich will noch starten. Na.
Schorlein, Nee, oder? nee, Nee, nee. Factory. Factory, ja, ich habe keine Waffen für Schorlein. Ja, Wir du haben hast schon hier recht. Ich eine bin. Frage aus dem Chat, ob man mit seinen Mitspielern Ausrüstung austauschen kann. Ja, kann man. Das birgt aber einige Probleme mit sich. Und zwar versichert man seine Ausrüstung normalerweise, bevor man in einen Raid reingeht. Und die aus, damit man es wieder zurückbekommt. Und Schmecks und ich haben es letztens probiert. Da hat Schmecks mir eine Waffe gegeben. Ich bin natürlich wieder gestorben. Und das Problem ist, dass man die Waffe dann halt auf keinen Fall zurückbekommt. Die ist dann weg. Und das Geld ist zum Fenster rausgeschmissen. Deswegen ist es absolut nicht ratsam. Also hier in diesem Menü kann man keine Ausrüstung tauschen. Das geht nicht. Das geht leider überhaupt nicht. Aber man kriegt ziemlich viel Ausrüstung. Wie man hier sieht, wenn ich so durch mein Inventar durchscrolle. Also es fehlt eigentlich nicht an Ausrüstung. Es fehlt eigentlich nur meistens an Skill. Oder an Zugang zur richtigen Ausrüstung. Ja, das ist eigentlich schade, dass man nicht tauschen kann. Ja. Das kann man doch bei DayZ, ne? Bei DC geht es ziemlich gut, ja. Ah ne, ich habe doch noch So. 9x18, warte mal. Sagst du mir, du gibst mir Bescheid, wenn du bereit bist, gell? Dann gehe ich Ja, rein. klar. Cool. Ich nehme jetzt nämlich eine MP5 mit, einfach mal zum Spaß an der Gaudi. Passt. So. Du meintest Factory, ne? Dann nehme ich nämlich auch jetzt diesen Key mit, diesen Factory Key. Sehr gut. Ich brauche übrigens nur noch 1808 XP. Das würde ich wahrscheinlich auch hinkriegen innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde, wenn ich mich einfach nur die ganze Zeit heale. Aber wenn Wie viel brauchst du noch? 1800 XP, also lächerlich. Das ist ja nichts. Nee, ist nichts. Und dann, mein Lieber, verpulver Ja. ich, dann verkaufe ich meinen gesamten Stash Ja. und dann machen wir einfach Vollgas. Jawohl. Ich habe eh 1450, 1.450.000 Rubel, 163 Euro und 3.105 Dollar. Und ich glaube, damit, wenn wir so 100, 150k Builds spielen, können wir damit relativ gut durchkommen, denke ich. Ich habe übrigens zwei Dogtags verkauft für 370.000. What? Was waren denn die für Level? Über 40, oder? Ja, 41 und 20 einer. Krass. Was nehme ich jetzt? Eine Shotgun nehme ich jetzt. Das ist doch das Beste für Factory. Saiga. Skeffest. Helm. So, aber du meintest doch, ich soll irgendwie streamen, oder? Ach so, ja genau, Nee, das ist wollten wir jetzt zu machen. aufwendig. Nee, 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 Ja. nee, komm, mach mal an. Ich zeig dir was Cooles. Was soll ich jetzt anmachen? OBS? Genau. Okay. So, liebe Zuschauer, ich mache jetzt einen Übergang. Der wird nahtlos geschehen, und zwar jetzt. Jetzt seht ihr leider hier oben im linken Eck ist was verdeckt. Das ist aber gar nicht leider, weil dort werdet ihr, sobald Schmecks online geht, werdet ihr dort gleichzeitig den Stream von Schmeck sehen. Das heißt, ihr seht seinen Bildschirm und meinen Bildschirm, was als Zuschauer natürlich fantastisch viel Spaß macht. Ich sehe das Ganze Ja. nicht auf meinem Bildschirm. Das heißt, man kann das wirklich auf keinen Fall als Cheaten werten, da ich auf meinem Bildschirm schaue und es nur bei euch auftaucht. Und es ist ziemlich unterhaltsam. Das habe ich bis jetzt nur ein, zwei Mal gesehen bei anderen. Schmecks, streamst du schon? Nee, warte, gleich. Ich muss übrigens mal hier das Follower-Goal updaten, was ihr gleich im Titel unten sehen werdet. Wir haben jetzt nämlich schon 60 von 100 Followern. Wie meinst du das, Follower? Die, die einmal schon drauf gedrückt haben, quasi? Nee, Nee. die dem Stream followen. Also wenn du wirklich sagst, please follow. So, Okay, sehr warte. gut. So, ich habe jetzt OBS an. Jetzt muss ich Stream starten, ne? Jetzt musst du Stream starten. Und wie sieht man das jetzt? Man sieht deinen groß und mich in klein, Genau. quasi. Dich Ah oben ja, links in cool. klein. Ich habe dich da online geschaltet. Okay, ich habe Links in klein. gestreamt, also gestoppt, Ich habe dich da gestartet online meine ich. Ich geschaltet. habe gestreamt, also Muss ich jetzt gestartet Aufnahme meine ich. Auch starten. warte mal ganz Muss ich jetzt kurz. Aufnahme auch starten? Wir haben hier ein kleines Warte Problem. mal Warte mal ganz kurz. Wir haben hier ein kleines Problem.
Wir haben jetzt nämlich doppelt Ton. Wir haben jetzt nämlich doppelt Ton. Fabian? Ja. Warte. Fabian? Ja, Ich mache ja. mal. Ich bin da. Okay, Du was soll ich tun? Ich muss kannst Aufnahme du starten, oder? genau, Mach ja, mal. nee, nicht Aufnahme starten, Ich Stream bin. starten. Ich Okay, bin da. passt. Was soll ich tun? Habe ich schon gemacht, Aufnahme Kannst starten, du oder? Streame ich jetzt die ganze Zeit genau, auf nee, Twitch? nicht Aufnahme Kann das starten, sein? Stream starten. Ja, du Habe ich streamst, schon klar, gemacht. sehen alles. Aber du Streame ich jetzt die ganze Zeit auf Twitch? Kann kannst das du sein? bitte Ja, du deinen streamst, Ton, du klar. siehst Sehen hier alles. aber du Desktop-Audio und kannst mein so kannst du Desktop-Audio bitte auf Mute deinen machen? Ton, du siehst hier Ja. Desktop-Audio und mein Das heißt, ich so mache. Desktop-Audio Okay, habe ich gemacht. auf Mute machen. Hast du gemacht? Okay, Ja. Test, 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 Test. Nee, jetzt, nee, warte mal, Das heißt, Desktop-Audio, jetzt höre jetzt ich dich mach. nämlich nicht mehr. Okay, Habe ich gemacht. Desktop-Audio, wo macht man das nochmal auf Mute? Ich dachte ganz In ehrlich, ich OBS, mache. okay, Test, 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 Ach Test, nee, jetzt, Test. nee, warte mal, Desktop-Audio, jetzt höre ich dich nämlich nicht mehr. Desktop Desktop-Audio mache ich Audio, mal wo macht man das auf nochmal auf Mute. Ich dachte ganz unten In Einstellungen. OBS. Ach, OBS, oh Gott, ist der. Ausgabe. Nee. Desktop, dann Nee, mache es ich ist mal einfach auf mittendrin, Audiomixer. Einstellungen. Ach Gott, ja, da sehe ich es. Desktop-Audio auf Mute. Habe ich gemacht. Ausgabe. Okay, warte, Nee. Test, Test, Test. Nee, es ist einfach mittendrin, Audiomixer. Ach Gott, ja, da sehe ich es. Desktop-Audio auf Mute. Habe ich So, gemacht. liebe Zuhörer, jetzt sollte es sich geregelt haben. Wir hatten hier eine Tonschleife. Schmeckst, du musst jetzt noch dein Fenster wechseln, weil aktuell sieht man dein OBS-Studio in Tausendmal, ne? tausendmal genau. Das heißt, wenn du Das sieht jetzt aber cool aus. das sieht cool aus, sieht cool aus. Und Ich jetzt? versuche jetzt, ich muss dich allerdings darauf hinweisen, Ja. dass Tausendmal, dein ne? Stream jetzt genau, Das ja. sieht aber cool aus. Das ist ja immer noch. Das? Und jetzt? Was denn? Ja. Warte mal, es ist sehr verwirrend gerade. Das? Ich höre dich, jetzt verstehe ich selber nicht mehr. Moment, ich muss mal hier Was Übergang. denn? So, jetzt sind wir wieder beim, jetzt sind wir wieder bei der alten Ansicht. Bei welcher alten Ansicht? Wen meinst du jetzt? Ich spreche gerade mit den verschiedenen Leuten. Achso, Wir sind jetzt gerade okay. bei der alten Ansicht. Ja. Hier, warte mal. Ich muss Bei dich. welcher alten Ansicht? Wen meinst du jetzt? Achso, okay. Ja. Schmeckt, sag mal was. Hallo, hallo. Okay. Ich höre dich jetzt voll verzerrt. Aber warte mal, ich muss. Du kannst dein Desktop-Audio jetzt übrigens wieder anmachen. Ich habe hier nur ein Riesenproblem gerade in dem im Stream, Hallo, weil hallo. das sprichst du immer noch? Ich höre dich jetzt voll Nee. verzerrt. Nee. Aber warte mal, ich muss. Ich, also so unhöflich bin ich ja wohl nicht. Okay. Ich höre gerade drei Stimmen von dir, weil das Oh Gott, sprichst du immer noch? Mich höre ich nee. auch noch mal. Was ist denn da Nee. los? Ja, aber es gibt das Phänomen, dass man so Stimmen im Kopf hat, die mit Nee, einem nee, reden und nee, nee, nicht. nee. Was ist denn das für ein komisches Zeug? Du, das muss von dir kommen. Ich höre gerade drei Warte Stimmen von mal, dir. rede ich gerade? Oh Gott. Es ist Und so, das mich ist, höre ich auch nee, noch mal. Was jetzt ist denn höre da ich los? dich. Ich Doch, werde jetzt rede wahnsinnig. ich. Jetzt, Das doch, Phänomen. rede ich jetzt gerade. Jetzt rede ich. Die mit einem Nee, reden. nee, nee, Aber nee, wir nee. bekommen mehr Was? Zuschauer. Oh Was Gott, ist erzählst das du für ein furchtbar. Scheiß? Es ist so schlimm. Ich werde gerade echt wahnsinnig. Ich höre unser ganzes Gespräch von vorhin noch. Es ist so. Glaubst du, es Nee. kann sein, dass Jetzt jetzt höre ich kommen noch viermal. mehr Jetzt rede Zuschauer ich dazu, Wahnsinn. die Doch, einfach rede ich jetzt sehen, gerade jetzt. wie Oh Gott, beschissen ich es werde es läuft hier? wahnsinnig. Wirklich. Aber wir Ich bekommen weiß mehr nicht mehr, wer du bist. Oh Gott, ist das furchtbar. Es ist so Fabian, schlimm. Ich werde gerade echt wahnsinnig. wir kennen uns Ich sehr höre unser lange schon. ganzes Oh Gespräch. Warte mal Scheiße, ich noch. hab's wieder. Glaubst du, es kann sein, dass es kommen Zuschauer dazu, die einfach sehen, Sorry. wie beschissen Oh es Gott, läuft ich hier? werde es wahnsinnig. Wirklich. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Die Leute Fabian, verlassen verlassen die die Burg. Warte mal. Das ist ja furchtbar. Sorry, sorry. Oh Gott.
Bleib bei mir. Die Leute verlassen die Burg. Warte mal. Ich sehe den Chat nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist ja furchtbar. Oh Gott. Bleib bei mir. Ich sehe den Chat nicht. Aber Ich wieso kann ich verstehe auf das der nicht. Ich verstehe Twitch-App es nicht. eigentlich nicht den Nicht. Chat Ich verstehe sehen? es nicht. Wieso kann ich auf der Twitch-App eigentlich nicht den Chat sehen? Aber, Nicht so schlimm. Primo, was passiert? Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich Aber, bin vollkommen verwirrt. Nicht so schlimm. kannst du den Sachverhalt erklären? Primo, Ich höre unsere Sachen immer doppelt. was passiert? Naja, aber das kann doch irgendwie nur so Ich an einem kann es dir leider nicht Ton sagen. Ich Problem liegen, bin oder? vollkommen verwirrt. Kannst du den Sachverhalt erklären? Kannst du Ich mal höre bitte unsere Sachen deinen immer Stream doppelt. stoppen? Naja, aber das kann doch irgendwie nur an Getan. einem Ton Problem liegen, oder? Warte Kann es mal. sein, dass es Mikrofonaudio ausmachen muss? Nee. Kannst du mal bitte deinen Stream stoppen? So. Sag mal was. Hallo. Okay, jetzt hat es endlich aufgehört. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Es war furchtbar. Ich dachte, ich werde wahnsinnig. Wirklich, ich dachte, ich werde wahnsinnig. Wie Krass. kann ich den Ton von deinem Stream? Wie kann ich den Ton von deinem Stream auf stumm schalten? Also erstmal, ich sehe mich nicht in deinem Stream. Ja, jetzt aktuell sowieso nicht, weil ich dich wieder Ach ja, rausgehauen ich habe. streame ja nicht. So, kann ich nochmal starten? Ja, nee, starte es nicht. Wirklich, Okay, wenn es okay. nochmal passiert, dann werde ich wahnsinnig. Warte, ich habe doch hier im Mixer einblenden. Jetzt habe ich doch. Jetzt kommt meine Frau rein und lacht mich aus. Ich werde echt wahnsinnig. Warum? Ich habe doch jetzt gerade gesagt, im Mixer einblenden. Ich habe es doch jetzt im Mixer ausblenden. Wo ist denn der Mixer? Warte mal. Dieser verdammte Mixer! Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Der ist doch hier jetzt im Mixer. Ich bin doch jetzt im Mixer. Warum zeigt er mir jetzt deinen Stream nicht an? Ich muss das. Warte mal. Im Mixer Oh ausblenden. ja, ich hab's gefunden. Was ist das Das Problem? dunkle Design. Dark Mode bei Twitch. Ah, sehr gut. Das ist was Das anderes. ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Ich bin verrückt da. Ich bin fast verrückt geworden. Ich verstehe es nicht. Kann man hier eine Quelle nicht einfach aus stumm auf stumm schalten? Das muss doch möglich sein. Hier Audio zu OBS umleiten. Okay. Jetzt habe ich das gemacht. Was passiert jetzt? Aha! Liebe Zuschauer, wir haben es geschafft. So, könntest du jetzt bitte nochmal live gehen? Es ist geschehen. Jawohl, ich sehe mich. Cool, gell? Warte, jetzt dauert es ein bisschen, bis man Tarkov sieht da oben links. Jawohl, es läuft, es läuft. So, Läuft sogar ziemlich gut. passt und was soll ich jetzt mal Läuft sogar mitnehmen? ziemlich gut. Okay, wollen wir einfach starten? Passt und was soll ich jetzt mal Aber warte, mitnehmen? Okay, jetzt wollen wir passiert einfach wieder. starten? Warte. Ach nee. Ich glaube, es geht jetzt wieder. Sag mal was. Hallo? Oh, bin ich froh. Es geht. Es funktioniert. Ja.
Danke, liebe Zuschauer, das war's für heute. Nein, 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 jetzt geht's ja erst richtig los. Es geht ja jetzt erst richtig los. Das war ja anstrengend. Gottes Willen. Unterhaltsamer als, ja, das hier ist sogar unterhaltsamer als Get the Fuck Out of My House. Würde ich sagen. Oder Naked Attraction. Nee, das ist unterhaltsamer. Das ist immer noch unterhaltsamer. Absolut, absolut. Gut, dann legen wir mal los. Ich habe eine MP5. Ich habe einen Packer Body Armor mit ein bisschen mehr als die Hälfte der Haltbarkeit. Ich habe einen SSH-68 Helmet. Geil. Ich habe einen Käse dabei. Skeffes, zwei Magazine voll bis zum Rand. Einen MBSS Rucksack und in meinem Gamma Container Ibuprofen and a Car Pack. Let's go. And I'm packing a Zyger 12 Gauge Version 10. Brilliant. Oh, brilliant. Ich wollte nochmal fragen: Primo. Yes, wie sir. Kann ich jetzt eigentlich, ich meine, du weißt ja, ich habe eine riesen Follower-Base, ne? Ich brauche diesen Shit hier eigentlich nicht mit dir. Ich muss es nicht machen, ja? Ich mach's, ja? Ja. Weil wir kennen uns schon lange, ja? Ich verstehe es, danke. Danke. Wie kann ich jetzt trotzdem meinen Followern sagen, dass ich streame? So wie du. Du machst doch immer so eine Vatertag-Special irgendwie jede Woche, ne? Ach so, ja, nee, du musst das halt alles auf Twitch, du musst es mit IFTT, musst du auf Twitch und keine Ahnung wo, überall. IFTT. Okay. Nicht auf Twitch, Twitter nee, meine ich, Twitter. Ist aber mega easy, kann ich dir zeigen. Ja, dann machen wir das mal ein andermal, oder? Ja, ja, also, dass du streamst, das lassen wir schon da, aber das ist halt mega unterhaltsam. Podcast? Oh, jetzt habe ich zu viel verraten. Oh ja, der Podcast, der wird noch, ne? Bald machen wir einen riesen Podcast. Ja. Warte mal, jetzt bin ich auf Shoreline gegangen. Factory machen wir ja. Okay, dann versichere ich alles. Ich habe genug Geld. Ja, genau, okay. Weißt du jetzt eigentlich, wann dieser Wipe kommt? Nee, weiß ich nicht. Ich habe schon 1000 Sachen gelesen. Ich sehe, wo du bist. Nee. Jetzt komm schon, ich warte auf dich hier. Factory. Ach Gott, ich habe aus Versehen 3.28 Uhr gemacht, nachts. Ja, nee. Sorry. Ja, nee. Ich sehe dich. Sehr gut. So. Wie hat sich das Problem jetzt eigentlich gelöst, Primo? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau erklären, was das Problem war. Also doch, ich kann es dir schon sagen. Das Problem war, dass sobald ich deinen Stream gezeigt habe, ist der ganze Ton auch gekommen. Sobald der Ton da war, habe ich uns die ganze Zeit doppelt gehört und es ist halt so also die ganze Zeit hin und her gegangen und es war unfassbar anstrengend. Genau. Aber jetzt... Genau, aber jetzt funktioniert's. Wir haben übrigens aktuell 8 Zuschauer. Willkommen zum Vatertag-Special. Nach einigen technischen Problemen haben Schmecks und hier es endlich hinbekommen, dass wir unseren ersten gemeinsamen Run für heute starten. Raid in Factory. Ich bin nur 1800 XP von Level 10 entfernt. Das heißt nur 1800 XP entfernt, um in den Flea Market endlich zu kommen. Und damit beginnt der große Spaß, bevor der Wipe in wahrscheinlich 5 Tagen losgeht. Das war nämlich mein großes Ziel. Schmecks, was sagst du dazu? Ich musste sagen, wir hatten gerade 20 oder du hattest gerade 20 Zuschauer. Ist dein Ernst? Ja. Ich glaube, je mehr blöder wir uns anstellen, desto mehr Zuschauer kommen. Das kann ziemlich gut sein und darin sind wir auf jeden Fall nicht schlecht. Meine Voraussagung ist, dass ich, ja, obwohl mit dir mache ich es wahrscheinlich ein bisschen besser, aber dass ich wahrscheinlich relativ schnell draufgehen werde. Du, aber eine Sache muss ich dich noch fragen. Ich höre nichts vom Game. Gar nichts? Ich höre nichts, nein. Das ist schon blöd, weil das ist schon wichtig, oder? Nee, du musst dein Desktop-Audio musst du wieder anmachen. Ah, okay. Ja, sorry. Ist an. Ist an. Okay. Ja. Auch unten in Windows, ja klar. Hast du deinen Stream gerade gestoppt? Du bist gerade rausgegangen. Ja, was denn? Ich habe einen Fehler gefunden. Ich habe die Kopfhörer, die ich habe, die haben zwei verschiedenen Töne. Einmal irgendwie Handsfree, einmal Stereo. Und komischerweise geht's jetzt mit dem Handsfree-Ding. Ich weiß es nicht, frag mich nicht. Das ist ganz komisch. Okay.
Liebe Zuschauer, euch fällt vielleicht auf, dass der Stream von Schmecks hier oben links im Bild ein paar Sekunden versetzt ist. Wir sehen es eher als Möglichkeit, um quasi nach dem Tod, noch nach meinem Tod höchstwahrscheinlich, noch ein paar Sekunden Review des Spiels zu sehen. Leider lässt sich das aktuell nicht anders lösen, denn den Buddy Stream gibt es bei Twitch erst ab einem höheren Level, der noch nicht erreicht wurde. Und dementsprechend müssen wir uns jetzt mit dieser kurzen Verzögerung hier begnügen. Jetzt geht's aber los mit Factory. Ja, Wir jetzt deployen beide. E-Learning Start. Genau. Das ist hier nämlich E-Learning. Situation. Tarkovs erste E-Learning-Plattform. Ich höre schon die Kollegen. Meine Maus reagiert nicht. Meine Frage, Maus reagiert nicht. okay, wir haben schon den ersten Notfall. Meine Maus geht wieder, meine Maus geht wieder. Okay. Aber sehr komisch, sehr komisch. Es hackt ohne Ende. Es ist wahnsinnig laggy. Jetzt geht gerade gar nichts. Ich habe aus Versehen die Nummer irgendwie. Hä? Warte ganz kurz. Oh. Ich muss ganz kurz den Stream umschalten. Der das zusammen mit Ja. Streamen funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Moment. Ich habe ein Riesenproblem hier. Riesenproblem. Ich sterbe wahrscheinlich gleich. Ich habe einen Scav umgehauen. Sehr Ich gut, bin das schwer bin ich. verletzt. Ich bin schwer verletzt. Wirklich? Ja. Ich weiß überhaupt nicht, Ist was mit mir irgendwo noch gerade abgeht. einer? Lass uns so Aber du hast schnell immerhin, du extracten wie bist besser als möglich. sonst. Ich bin besser als sonst, ja. Du Ich habe bist besser als sonst. extremen Ja. Blood Loss. Warte mal, wo müssen wir extracten? Boah. Oh, ich bin tot. Shit. Hast du mich erlegt? Nee, ich weiß nicht. Ich gehe wahrscheinlich auch gleich drauf. Was ist denn jetzt das Problem? Deine Maus geht nicht? Ja, Ah, mich hat ein Output. Spieler erledigt. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall extremst laggy. Glaubst du, das liegt an dem Stream? Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Wir haben auch wieder nur ganz wenige Zuschauer. Ich kann es verstehen. Echt? Bei mir klettert es gerade auf. Bei mir stehen 6 Zuschauer. Bei mir sind es jetzt 13. Ist ja schlimmer als auf einer Börse. Ja. Jetzt sind es 11. Nee, kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin. Bei mir leckt es jetzt nicht mehr so schlimm. Ich glaube, es war tatsächlich. Ich glaube, diesen Koop-Stream, das ist keine besonders gute Idee. Ich lösche die Szene jetzt gleich mal raus. Entfernen, damit es uns hier nicht weiter blockiert. Das war schon ein bisschen komisch jetzt gerade die Runde. Extrem komisch. Also, dieses Experiment wagen wir nicht mehr. Was haben wir hier noch? Wir haben immer noch Bloodloss. Ach so, du hielst dich gar nicht so. Nee, ich brauche jetzt nämlich nur noch 1300 XP. Ach, Aufgrund wie viel hast dieses. du bekommen? Ach, 100 irgendwas, weil ich den einen Scaff umgelegt habe. Ich auch nur sowas und so. Also diese ganzen Experimente, die ich da hier gerade die ganze Zeit vollziehe, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Das werde ich nicht mehr machen. Das heißt, wir machen jetzt was? Wir machen jetzt wahrscheinlich einfach, ehrlich gesagt, nochmal das Gleiche. Passt. Du sagst an. Ich muss mir aber so einen Helm nochmal kaufen, ehrlich gesagt, brauche ich schon. Auch wenn es ins Geld geht. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Es kommt ja bald ein Wipe und da ist es deswegen sehr wurscht. Genau.
Ich habe jetzt auch ein Tactical Rig mit Panzerung an. Das könnte mir vielleicht ein bisschen helfen. Ich brauch allerdings, ein Magazin, das ich, so wie es aussieht, kriege ich das vom Parfor? Nee, PP19. 9x18, 20 Round. Jetzt sieht man ja 5x18. nicht, jetzt sieht man mich ja nicht, gell, bei dir. Nee. Du hast es ausgemacht, gell? Nee, jetzt sieht man dich nicht mehr. Hört dich nur. Aber wir machen das jetzt nicht mehr mit dem Doppelstream. Es funktioniert leider nicht. Es ist Ah, einfach. okay, passt da. Ja. Das heißt, ich streame aber trotzdem noch, ne? Weiter. Das kann gut sein. Das passt ja. Wie kann ich denn eigentlich, wenn man jetzt. Mein Tarkov hat sich gerade aufgehängt, kann das sein? Die Maus kannst du aber noch bewegen. Ja, Maus kann ich bewegen, aber schau mal, der Bullet hängt hier so drüber. Ganz eigenartig. Wurde ich jetzt gekickt wegen Ping? Nee, kann fast nicht sein. Wie kann ich jetzt eigentlich meinen eigenen Stream schauen? Geht nicht, ne? Ich glaube, ich muss schnell Tag auf neu starten. Shit. Dann mache ich eine kurze Runde. Wenn du kurz auf mich wartest, bin ich gleich da. Okay, ja, Komm ich hätte gerade eine eben Inner rein. Factory gemacht. Das ist ja eh so, geht ja eh so schnell. Aber ne, passt schon. Ich komme, ich komme. So, ihr Lieben, jetzt geht's aber wirklich los. Jetzt keine Unterbrechungen mehr. Noch 1200 XP bis zu Level 10 und damit bis zum Flea Market. Geh mal, kannst du kurz auf mich gehen, auf meinen Stream? Nur so, oder geht es nicht? Doch, das kann ich machen. Nur, ich wollte noch mal kurz sehen auf deinem. Ach so, nee, das siehst du bei mir nicht, weil ich Ja, gehe nee, meinem Shadow nicht das ist keine in. Umstände. Nee, also das geht leider nicht, weil ich Geht nicht stream mehr. ja meinen Shadow und da Ah, kann ich okay. nicht in den Stream jetzt einfach reinwechseln. Alles klar, was haben wir hier? Messenger? Du, Primo. Ja, Schmacks. Smacks. Ich wollte dich nur Smacks. fragen, muss ich auch Aufnahme machen? Weil, wie sehe ich denn das dann am Ende, was ich gemacht habe, was Das ich gestreamt habe? musst du halt in Twitch einstellen. Wo mache ich das? Keine Ahnung. Kann ich mich nicht erinnern. Hä? Aber du hast es doch vor kurzem erst eingerichtet. Muss ich Ja, aber auch ich habe Aufnahme so viel. starten Nee, bei nee. OBS? Nee, da speicherst du es auf deinem Computer, dann hast du da irgendwie 2 GB Video. Ach nee. Ach Gott, wie mache ich das jetzt? Gehe ich auf Twitch-Einstellungen? Kanal und Videos, das wird so sein. Also ich warte auf dich in der Lobby, Factory. Passt. Frühere Übertragungen speichern. Ja, Übertragen und richtig. werden automatisch bis zu 14 Tage gespeichert. Richtig. Jawohl. Aber ich glaube, du musst dann nochmal Stream stoppen und nochmal starten. Okay. Passt. Sehr gut. So, mein Lieber, jetzt komm rein. Los geht's. Bin drin. Very good. I'm waiting for you in the lobby.
Mana. Schade, dass das nicht geht mit dem Buddy Stream. Ja, den Buddy Stream, den gibt es auch sobald, falls ich Affiliate werden sollte auf Twitch, gibt es dann einen Buddy Stream. Wann machen wir eigentlich unser erstes Live-Seminar? Bald, bald. Bald. Okay. Live-Playing. Hast du ready gedrückt? Mit Zuschauern. Nee, jetzt schon, ja. Sehr gut. Mit Zuschauern Live-Seminar. Übrigens, falls ihr es nicht wusstet, wenn ihr im Stream nach unten scrollt und einen Discord-Account habt, könnt ihr Schmecks und mich auf unserem Discord-Server joinen und mit uns sprechen, während wir spielen. Dann seid ihr nicht nur auf den Chat beschränkt, sondern könnt uns auch tatsächlich hören. So, jetzt geht's aber los. Und wir haben nur noch einen Zuschauer. Ich sehe bei mir Das bin sechs. ich. Aha. Komisch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Ist wirklich bei dir erstaunlich. Zeitverschiebung? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ich sehe es ja bei mir hier auf meinem Dashboard auf dem Handy und da sollte es normalerweise in Echtzeit dargestellt werden. Aber wer Ja. weiß das schon so genau? Jetzt zwei. So, jetzt geht's aber los auf dem Run zu Level 10. Beginner. Erledigen. Ich befinde Ja. mich nach 60 oder 70 Stunden Spielzeit immer noch auf Level 9, weil dieses Spiel furchtbar schwierig ist und ich schrecklich schlecht bin. Aber deswegen macht es nicht weniger Spaß. Es hat vorher auch schon überhaupt keinen Spaß gemacht. Und auch Schmecks, der hier Level 18 ist, sagt, es macht ihm überhaupt keinen Spaß. Aber wir kommen trotzdem immer wieder zurück. Spielen. Aber ich liebe es. Ich war noch nie in meinem Leben so lebendig. Alive, man. I'm Ja. alive. Darauf zeigt mir, was wirklich wichtig ist im Leben. Purer Masochismus. So, jetzt geht's aber Nee, los. ich bin beeindruckt, was die Leute, die das entwickelt haben, was die da auf die Beine gestellt haben. Das Ja, ist finde ich so, auch. passt so perfekt in diese Zeit. Ja. Genau, was die Leute wollen. Ja. Ich bin echt gespannt, ob Dead Matter das noch übertrifft. Wenn Dead Matter wenn Dead Matter das transportiert Ja, von Tag auf, was sie genau. aber auch im Video zeigen, weil Ja. das sieht schon so gut aus. Ja, absolut. Falls ihr den Development, liebe Zuschauer, Development Vlog Nummer 11 noch nicht gesehen habt, geht auf die Internetseite oder auf die YouTube-Seite von Quantum Integrity Software und schaut euch den neuesten Developer-Videolog an. Es ist faszinierend, glaube ich, ist ein Understatement. Ihr müsst allerdings die alten auch gesehen haben, um zu sehen, wo die Reise hingeht. Also so viele Fortschritte, die Los machen geht's. so viele Fortschritte, bevor das Ding rauskommt. Die Leute von DayZ könnten sich da schon echt eine Scheibe abschneiden. Stimmt. Wahnsinn. So, jetzt kommen wir aber. Auf geht's, auf Ja, geht's. passt. Okay, das heißt, aha, Gabelstapler, ich weiß schon, wo wir sind. Ja. Wir könnten jetzt entweder hier unten Warte, lass mich verwehren. mal Sorry. looten. Lass mich mal looten hier. Sorry, Primo. Macht nichts, kein Problem. Ah, ich habe den Rucksack vergessen, ich Idiot. Aber ich habe eine Batterie gefunden. Wir könnten ja hier unten Dings extracten. Können wir machen, ja. Wollen wir das gleich mal Aber probieren? ja, nee, wir sind ja eh in der Nähe von Gate 3. Wir können jetzt auch normal extracten. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Wo bist denn du? Also, ich bin noch ein bisschen weitergegangen. Rennst du gerade? Ja. Sehr gut. Wo bist denn du? Ich lag gerade hinter dir her. Loote kurz, ja? Rennst du gerade? Nee. Oh oh. Deckst du mich? Ich deck dich. Da schreien sie schon wieder. Passt. Okay. Da ist Sehr gerade gut. jemand im Haus die Treppe raufgelaufen. Okay. Da kommt ein Skeff. Skeff. Wo? Obacht oben. Skeff. Shit, shit, shit. Ich habe ihn erlegt. Oh Das ist aber ein Gott. zweiter. Oh nee, ich bin im Arsch. Ich bin tot. Ich auch.
Scheiße, Mann. Scheiße. Woher der kam der? Von oben. Der hat oben aus dem kleinen Fensterchen da runtergeschossen. Das Traurige ist, wir hätten das eigentlich schon sehen können. Ja. Und antizipieren können, dass der von oben ein leichtes Spiel hat. Ja. Ich brauche 319 XP. Ich 41. Negativrekord. Ich brauche ja noch 3800. Ah, echt? Mhm. Könnten wir auch heute schaffen. Ich verstehe allerdings wirklich nicht, warum das bei mir so unfassbar laggt. Ich verstehe es nicht. Komisch, vielleicht ist das was mit Shadow? Nee, oder? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Es hat ja angefangen, als ich vorhin mit dem Stream hier die ganze Zeit rumgespielt habe, wie ein Wahnsinniger. Mhm. Ich brauche jetzt noch 800 XP. Komm schon, das werden wir heute wohl noch schaffen, oder? Und dann bist du 10? Ja, da bin ich Level 10. Ja gut, das würde sogar ein Blinder mit dem Krückstock schaffen. Ja, würde ich auch sagen. was mache ich denn jetzt nur? Was mache ich nur? Gehe ich aus dem Man Tarkov kann sich raus? Mit dem Healen echt viel hochleveln. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Vor allem in den niedrigen Levels bringt es dir wahnsinnig viel. Das Gute, man stirbt bei Factory so schnell, dass man danach zumindest nicht so viel Flüssigkeit und Nahrung verliert. Das stimmt. Das ist von Vorteil. Das ist ein trauriger Vorteil, aber es ist ein Vorteil. Mhm. Was machen wir jetzt eigentlich? Das ist ja das große Vatertag-Special. Wir müssen was bieten. Das stimmt. Das stimmt. Wir haben, hast du Twitch-Drops? Hast du ja nicht, ne? Nee, sowas habe ich noch nicht. Das dauert leider noch ein bisschen. Ich würde nochmal sagen... Nochmal Factory? Nee, oder? Ja, da kriegen wir halt schnell XP. Vor allem, weil wir auch schnell sterben. Ich würde ganz gerne rausfinden, warum bei mir der Lag das Problem ist. Ich schaue mal ganz kurz in meinem Control Panel nach. Wir verlieren so viele, so viele Waffen und Ausrüstung. Ja, stimmt schon, wir verlieren viele Waffen. Was sollen wir denn dann machen? Ja, ich wäre schon eher für so Shoreline oder so. Oder das gute alte Woods. Du weißt doch, wie sehr du Woods liebst. Ja, mein Gott, diese schrecklichen Menschen. Ich liebe sie. Ja, die schönsten, die besten Zeiten auf Woods. Ja, das stimmt, das stimmt. Kein einziges Mal extra. Du hast ja mal so kranke Session. Du hast ja mal so die besten Zeiten, hast du da erlebt. Ja, das war wirklich gut. Habe ich auch unter Highlights gepostet, tatsächlich. Ja, das war wirklich krass. Ich schoss mir immer wieder gerne an. Ja. Absolut. Wie ich draufgehe und du als Halle weghaust. Ich könnte allerdings auch einfach eine SKS jetzt nehmen. Mhm. Ich glaube, das mache ich auch ehrlich gesagt. Ich nehme. Aber für welche Map? Dann ist es mir fast egal, welche Map, weil mit der SKS kann ich so ziemlich jede Map spielen. Mhm. Ich nehme hier wahrscheinlich jetzt mal PS-Ammo mit, und zwar die 27x39. Ich schaue, ob ich von der noch was habe, aber ich glaube, ich muss welche kaufen. Allerdings, nee, warte mal, ich hatte doch hier ein ganzes Magazin noch. Unload Ammo. Hatte ich doch ganze, ja, hier PS, ja, wunderbar. Nehmen wir vielleicht die SKS nochmal kurz raus, schauen, dass wir eins in die Chamber reinbekommen. Wrong Ammo Type, warum? Ach, 545. Das war natürlich dumm. Gut, ich muss mir schnell beim Prapor noch ein bisschen Munition kaufen. Wo haben wir sie denn da? Dann hätte ich doch mal gerne 50 Stück. Mein Charakter, hier haben wir die PS-Ammo. Eine hier rein, eine in die Waffe. So, 10 von 10. Die nehme ich hier. Dann sollte ich allerdings noch einen Rig mitnehmen. Ich nehme einen Rucksack mit. Ich kaufe mir jetzt nur noch mal eine Suppenschüssel. Ja, die kaufe ich auch noch. Suppenschüssel ist wichtig. Ich brauche eigentlich auch vom Ragman noch so einen Brustpanzer. Der macht eigentlich absolut Sinn. Naja, aber Primo. Ja. Wir haben noch immer keine Map. Die Zuschauer wollen. Von mir aus Shoreline. Also mit der SKS kann ich Shoreline gut spielen. Perfekt. Ich liebe Shoreline. Sehr gut. Ich habe es durch dich wirklich lieben gelernt. Ist eine coole Map. Ist wirklich eine coole Map. Ja. So. Was nehme ich noch mit? Ich habe eine SKS. Sind wir die SKS Brothers?
Oh, nice. Sehr nice. Was nehme ich hier Aber noch mit? was für einen Ammo braucht die? 67x39 PS von Bravo Level 1. Ah. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ich muss nur ganz kurz pinkeln gehen. Und dann bin ich gleich Passt. wieder da. Bis gleich. Bis dann. So, liebe Zuschauer, ich übernehme jetzt den Part hier von Primo. Er wird gleich wieder da sein. Ich versuche mein Bestes, diesen Channel hier unterhaltsam zu gestalten. Was ich jetzt mache, ach so, das kann man ja gar nicht sehen, weil mein Stream wird ja nicht gezeigt. Ich versuche gerade hier Munition zu kaufen. Ich kaufe mir aber ein bisschen eine bessere, als der Primo mir empfohlen hat, weil ich kann ja diesen Flea Market schon betreten. Es ist zwar ein bisschen teurer, aber das ist in diesem Spiel ja das Wichtigste aller überhaupt, die richtige Munition. Und das ist eigentlich mit das Komplizierteste, was es gibt, das zu lernen, was man da immer kaufen muss. Weil es gibt tausend Sachen. Also wirklich 10.000 verschiedene Munitionstypen, glaube ich. Gut, das ist aber noch nicht. Ach so, da ist schon ein Magazin drin. Oh Gott. Das muss man jetzt hier aufmachen, dann muss man das öffnen. Naja, jetzt brauche ich aber doch noch ein bisschen Munition. So, welche war das? Das war die US. Gott, die haben immer noch so wenig. Da mache ich mit immer 20 schon. Schmeckt's, ich bin So, wieder jetzt da. habe ich. Perfekt. Jetzt habe ich mal zwei Magazine mit. Sehr gut. Sollte reichen. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder so unfassbar laggt. Weil das wäre echt Nimmst du blöd. Kopfhörer mit? Ich nehme die jetzt einfach mit. Ich nehme das jetzt immer mit. Wobei, ich nehme jetzt mal hier eine größere Tasche mit, weil Shoreline, da gibt es echt so viel, habe ich jetzt in den letzten Malen gemerkt. So viel Loot. Bist du ready? Ja. Warte mal kurz. Ich bin ready. Und ich habe allerdings immer noch Bloodlust. Eine Sekunde. Habe ich hier noch Bandages? Ja, nicht mehr besonders viele, aber ich habe noch welche. So, gut, setzen wir uns ein Ziel. Ich brauche noch 795 XP und zwar ganz genau. Und wir werden jetzt durch Shoreline durchgehen. Ich bin um 13:53 Uhr bin ich. Komm, sag's schon, ich kann's kaum erwarten. In der Lobby. Und hoffentlich bereit. Okay, passt, ich bin auch bereit. Ihr Lieben, du, ich starte den Stream schnell mal neu. Ihr Lieben, ich bin gleich wieder zurück. Verlasst uns nicht. Bleibt da, ladet die Seite neu, wir sind gleich wieder da.